Wenn ich jetzt erstmal mit der Erwerbsarbeit anfange, welches auch Jan Wetzel natürlich auch vorgehoben hat, so heißt das, wir müssen uns ganz ernsthaft damit beschäftigen, dass Erwerbsarbeit nicht einfach dann an Wert verliert, wenn man den Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen beispielsweise geben würde. Da sprechen Sie sich ganz klar gegen aus. Und Sie geben ja Handlungsempfehlungen für die Politik. Weil Sie fragen nach Handlungsempfehlungen an die Politik, weil man oft denkt, man könnte mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Menschen aus dieser Erwerbsarbeit rauskaufen. Mhm. Wir haben aber gefunden, dass für Menschen Erwerbsarbeit Dialoge sind, so wie wir jetzt zusammensitzen. Dass man sich entfaltet bei der Erwerbsarbeit. Das ist ein anderes Leben jenseits der einzelnen Familien, Häuser und so weiter, Freundschaften ist. Und das ist ein Wert, den müssen wir ernst nehmen und wir müssen schauen, wie wir die Leute mitnehmen, die Angst davor haben, dass ihre Erwerbsarbeit flöten geht aufgrund der Digitalisierung, der technologischen Entwicklung. Wir brauchen Anlaufstellen, wo die Leute sich hinwenden können und sagen, was machen wir denn, um nicht nur noch 3 Jahre in diesem Job zu sein, sondern auch noch 5 oder 10 Jahre. Wo können wir eine zweite Ausbildung ansetzen? Mhm. Das ist ein klarer politischer Imperativ. Mhm. Und glauben Sie tatsächlich, dass die Politik sich dieser Studie annehmen wird und da sozusagen dann Rückschlüsse zieht? Na, sie sollte es. Ansonsten haben wir immer das falsche Bild, welches man ja in vielen Medien immer und immer wieder hört, dass die Deutschen so ein Jammerlappen da sind und in Sorge sich ergießen. Das tun sie nicht. Sie sind bereit, sich zu ändern, sie sind bereit, anzupacken und sie sind auch bereit, andere Dinge auch noch im Alter von 40 oder 50 zu tun.